Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem Vollmond-Orakel. Meine Lieben, am 19.8. werden wir einen Vollmond im Wassermann haben. Was dieser energetisch gesehen für uns alle bereithält, erkläre ich in der Astro-Vorschau. Schaut euch diese gerne an, ich werde sie am Ende des Videos verlinken. Ansonsten schau mal in den Playlists unter Astrologie-Vorschau. Das neueste Video, da spreche ich darüber. Jetzt werde ich einmal schauen, was das Tarot dazu zu sagen hat. Der Vollmond wirkt immer ein paar Tage vorher und ein paar Tage nachher. Und besonders zum Vollmondtag, aber er baut sich vorher auf, das heißt so circa 3, vielleicht 4 Tage vorher, ja, und vielleicht noch 2 Tage nachher ist er eben aktiv von der Energie her. Wir schauen jetzt mal, was diese Zeit so bereithält, diese Energie, dieser energetische Höhepunkt. Das Ass der Kelche. Was ist denn hier los? Die Liebenden und der Page der Stäbe. Das ist ja interessant. Also das dürfte jetzt sehr spannend werden, da mal zu schauen, was das alles bedeutet. Weil nämlich, also hier sehe ich total so, es geht auf die emotionale Ebene, es geht auf die Gefühlsebene. Was aber sehr, sehr spannend ist, weil nämlich dieser Vollmond sehr unruhig sein wird. Deswegen bin ich gleich gespannt, wie die restlichen Energien aussehen werden. Ich werde das Geheimnis der Hohepriesterin legen, aber hier haben wir schon mal die Hauptenergie und das, was das Ganze kreuzt oder was da reinkommt. Hier geht es um etwas, was dein Herz will, was dein Herz begehrt. Eine Beziehung, eine Partnerschaft, jemanden, etwas im emotionalen Bereich, ein Projekt, etwas, was dir am Herzen liegt. Also das, was dich glücklich macht, was dich erfüllt, was dich zufrieden macht. Und hier sehen wir, dass das, was das Ganze kreuzt, eine Herzensentscheidung ist und ein neuer Weg, der sich dir offenbart. Also hier kommt definitiv etwas Neues. Eine neue Chance, ein neuer Vorschlag, eine neue Idee, ein neues interessantes Kennenlernen, etwas total Spannendes, Interessantes. Das ist definitiv etwas Neues, weil wir hier den Pagen der Stäbe haben. Also da kommt ein neuer Weg, eine neue Möglichkeit rein, ein neues Angebot, Vorschlag etc. Mit den Liebenden ist es eine Herzensentscheidung, eine Herzensangelegenheit, etwas, was du sehr liebst, etwas, was dir wichtig ist. So, dann schauen wir mal, was ist denn hier so ziemlich... was ist hier sonst noch wichtig? Ja, etwas Neues. Also das passt sehr gut zur Uranus-Energie, ja, die da stark wirkt, zum Wassermann ohnehin, weil wir da das Neue haben, das noch nie Dagewesene. Hier geht es um was Frisches, hier geht es um was Neues. Es könnte sehr, sehr gut sein, dass du ein neues Projekt anfängst, dass du irgendetwas... ein neues Kennenlernen da ist, eine neue Idee da ist. Also hier geht es definitiv um neue Dinge. Hier geht es nicht um alte Dinge, sondern um Neues. Mit dem Narren kann es auch sein, dass es hier stark um Leichtigkeit geht, Unbeschwertheit. Also irgendwas fühlt sich leicht an und irgendwas fühlt sich locker an. Ja, also es ist irgendwie so, vielleicht wird hier auch viel gelacht. Es ist eine ausgelassene, gute Stimmung. Das könnte auch gut der Fall sein. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht, weil, wie gesagt, die Energien, es wird eine sehr, sehr interessante Mischung. Da kommt sehr viel zusammen zum Vollmond, weil nicht nur der Vollmond da wirkt, sondern auch noch 2 Giganten ein Quadrat bilden werden. Also wie gesagt, schaut euch die Astro-Vorschau an. Da erkläre ich ganz genau, wie diese Energie zu übersetzen ist. Aber das sieht ja schon mal, bis jetzt sieht das hier ja gut aus. Aber gut, wir wollen schauen, ja, was noch kommt. Was nimmt denn hier zu? Was nimmt zu? Was wird mehr? Was wird stärker? Was nimmt zu über die Zeit? Da sind gleich 2 Karten gefallen. Der Ritter der Kelche und der Magier. Das gibt's ja gar nicht. Ich warte praktisch darauf, dass hier eine Karte kommt, die nicht so gut ist. Ich will es nicht heraufbeschwören, aber bis jetzt sieht es sehr, sehr gut aus. Der Magier sagt mir hier, okay, irgendwas, es wird etwas umgesetzt. Ich habe das Gefühl, dass man etwas umsetzt, was einem am Herzen liegt. Irgendeine Herzenssache wird umgesetzt, in die Hand genommen, aktiv angegangen. Es kann auch sehr gut der Fall sein, dass
man hier eine Versöhnung anstrebt oder dass hier Gefühle für etwas entwickelt werden. Vielleicht auch sehr mächtige Gefühle, etwas, was dich magisch anzieht, weil wir hier auch den Magier haben. Ja, also etwas zieht dich stark an und es ist irgendwie schön und angenehm. Ja, also sowas in diese Richtung. Was nimmt hier ab? Was wird weniger? Die 6 der Stäbe. Das ist spannend. Also die 6 der Stäbe an sich sind ja keine... Übrigens, was mir aufgefallen ist, weil wir haben ja bei dem Geheimnis der Hohepriesterin hier oben sozusagen den Vollmond, hier haben wir den zunehmenden Mond, hier haben wir den abnehmenden Mond. Und normalerweise bedeuten diese Positionen, dass das hier etwas ist, was akut da ist, das ist da, ne? Das ist ein Thema, das ist das, was eben zunimmt, was immer stärker wird und das ist das, was weniger wird oder vielleicht auch weniger Wirkung hat. Was mir aber aufgefallen ist, dass es sich ein bisschen manchmal so deckt mit den Mondphasen. Also, dass das hier vielleicht etwas ist, was zum Vollmond, also beim zunehmenden Mond, die Tage vor Vollmond, eine Rolle spielt und dass das etwas vielleicht ist, was nach dem Vollmond zum abnehmenden Mond eine Rolle spielt. Das ist mir tatsächlich aufgefallen, dass diese Legung sich oft damit deckt, vor allem wenn hier noch eine positive Karte liegt, dass es nicht immer bedeutet, dass hier irgendwas Positives weniger wird oder abnimmt, sondern dass es trotzdem Teil des Themas ist. Aber es ist einfach dann etwas, was vielleicht kurz nach Vollmond hier eine Rolle spielt, also die Tage nach dem 19.8. vielleicht. Die 6 der Stäbe stehen für gute Nachrichten, Erfolg, ja, irgendein Sieg, sowas. Es könnte sehr gut sein, dass es vielleicht hier etwas gibt, was zum Vollmond hochkommt, auf den Höhepunkt kommt, irgendwas Neues, irgendwas Tolles, irgendwas, was dich erfüllt. Du triffst eine Herzensentscheidung und die bringt dir vielleicht auch gute Nachrichten oder irgendein Erfolg, der sich dann noch einstellt. Das könnte der Fall sein. Ja, das wäre möglich. Vielleicht geht es aber auch darum, dass ein gewisser Erfolg schon vorher erreicht wurde und jetzt vielleicht nicht so unbedingt interessant ist. Ja, da sind vielleicht schon gute Nachrichten gekommen und diese Wirkung nimmt ab. Das könnte auch genauso gut das bedeuten. So, dann schauen wir jetzt mal, was hier im Verborgenen liegt, aber schon gespürt wird. Das, was du noch nicht siehst, ist, dass mit diesem Ganzen eine Entscheidung einhergehen wird. Das siehst du noch nicht. Es könnte sehr gut sein, dass du dann hin und her gerissen bist oder dass du nicht so recht weißt. Also du wirst abwägen. Du wirst abwägen und dich fragen, okay, pro oder contra. Aktiv werden, passiv bleiben. Sowas. Ja, was soll man jetzt tun? Also du schaust dich um, welche Möglichkeiten du hast. Das ist das, was du tust. Und diese Energie sehe ich hier. Ja, du guckst dich um, wie geht's jetzt weiter? Welche Möglichkeiten ergeben sich hier? Das siehst du noch nicht. Das kommt noch. Ja, also daraus werden sich vielleicht 2 Wege offenbaren oder ja, vielleicht tatsächlich. Es gibt hier vielleicht 2 Möglichkeiten oder 2 Wege, die sich dadurch eröffnen. Das wirst du dann noch sehen. Das kommt dann noch. Es könnte in unterschiedliche Richtungen gehen. So, was ist denn hier im Licht und deutlich zu sehen? Die Königin der Kelche, also etwas, was wirklich dein Herz berührt, etwas, was dir am Herzen liegt, eine Herzenssache. Vielleicht geht es ja auch um kreative Projekte, neue kreative Projekte, wo dir das Herz aufgeht. Vielleicht geht es hier um etwas, was mit emotionalen Sachen zu tun hat, mit kreativen Sachen. Sowas in diese Richtung, ja. Oder tatsächlich um eine Herzensangelegenheit, die Liebe, ja, mit jemandem, mit dem man zusammen ist oder wo man jemanden kennenlernt und das ist total spannend und aufregend, ne? Weil wir sehen hier mit dem Pagen der Stäbe, dass irgendwas Neues da ist, also ein neuer Vorschlag, eine neue Idee, irgendwas ist neu, irgendwas ist anders als vorher, vor diesem Vollmond, sagen wir mal. Schauen wir weiter. Wohin führt die Reise hier?
Zwei Karten, der Tod und die fünf. Das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Was ist das hier für ein Gefühlschaos? Oh Gottes Willen. Habe ich es nicht gesagt? Ich habe es nicht heraufbeschworen, ich habe es einfach nur gespürt, dass hier sich das Blatt noch wendet. Weil, meine Lieben, ich sehe das ja auch immer nicht nur über das Tarot, was mir das Tarot sagt, sondern ich weiß ja auch, was im Hintergrund läuft. Ich weiß ja, was die Sterne da gerade, wie sie stehen, welche Energie da noch wirkt. Ja, also ich habe ja immer das Astrologische noch im Hinterkopf. Und das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Ja, dieser Vollmond bringt irgendwie so, sage ich mal, diese wassermännische, innovative, neue, frische Windenergie rein. Von irgendwas Neues, ja, irgendwas, was spannend und aufregend ist. Aber es ist auch ein sehr unruhiger Vollmond und es sind begleitend sehr viele widersprüchliche Energien am Werk. Und das sieht man hier total, ne? Weil hier ist irgendwas total aufblühend und toll und super und Begeisterung und neu und aufregend und das erfüllt das Herz und das ist ganz, ganz toll. Und dann spürt man hier aber, es geht aber in so eine Richtung und da verändert sich was oder da geht was sogar zu Ende. Hier wird was komplett verändert, Transformation, Fünf der Kelche, komplettes Gegenteil vom Ast der Kelche. Das Ast der Kelche, das ist Erfüllung, das ist Liebe, das ist Glück, Zufriedenheit, Erfüllung. Fünf der Kelche ist Kummer, traurig sein, Verlust, Schmerz. Und dann in Kombination mit dem Tod, irgendwas wird transformiert, vielleicht wird auch ein Kummer transformiert, das kann es auch sein. Dass vielleicht durch dieses Ereignis ein Kummer verändert wird oder ein Kummer beendet wird. Das kann es auch sein. Aber es kann auch sein, dass sich hier etwas wandelt in Bezug auf die Emotionen und hier irgendein Kummer kommt. Es geht in beide Richtungen. Zwei der Stäbe, habe ich es nicht eben gesagt? Zwei der Stäbe, man ist hin und her gerissen. Vielleicht bist du emotional hin und her gerissen. Vielleicht weißt du nicht, wie du in Bezug auf das Ganze eingestellt sein sollst. Also das ist hier emotionale Achterbahn. Das ist hier so ein bisschen emotionales Hoch und Runter. Das ist das und das passt. Das passt ins Astrologische, weil der Mond, der Vollmond, der Mond sind immer die Gefühle. Er steht im Quadrat zu Uranus, Wassermann-Energie. Wir haben hier Unruhe. Wir haben eine emotionale Unruhe, die hier am Werk ist. Und das ist deutlich zu sehen. Das sind zwei sehr unterschiedliche Energien. Aber es wird nicht langweilig, das sage ich immer wieder. Es wird nicht langweilig, es ist hier was los, es ist ein bisschen Drama. Ja, das Drama hier, die Dramatik, die ist deutlich zu erkennen. Jetzt wollen wir mal schauen, was das Geheimnis des Ganzen ist und dann legen wir noch eine Orakelkarte. Also hier ist ja richtig, meine Güte, was ist denn da los bei euch? Schauen wir mal, was ist denn hier die... Ja, das Geheimnis des Ganzen. Drama, Baby, Drama. Der Engel der Nacht. Irgendwas wird transformiert. Der Engel der Nacht ist an sich eine gute Energie, weil das ist so ein bisschen diese Schmetterlingsenergie, der Todenergie, die sagt, okay, wie ein Schmetterling, ich bin eine Zeit lang in einem Kokon, ich bin hier vielleicht gefangen und es ist eng und es erdrückt mich und dann befreie ich mich und dann kann ich meine Flügel entfalten und ich kann fliegen und ich werde zu einem schönen Schmetterling und vorher war ich eine Raupe. Das ist Transformation, das ist Wandel, das ist kompletter Wandel. Ja, schaut euch erstmal diesen Wurm an und dann später wird so ein fliegendes, wunderschönes Geschöpf. Ja, also wir haben etwas, was vorher auf der Erde kriecht und dann haben wir etwas, was in die Lüfte emporsteigt, mit schillernden schönen Flügeln. Hallo, das ist ein Wunder, ja, wenn man sich nur anguckt, wie ein Schmetterling entsteht. Und so fühlt sich das für mich an. Das ist auch hier genau dieses Wunder, was hier passiert im emotionalen Bereich. Ich habe das Gefühl, das ist hier gar nicht so schlimm. Ich habe das Gefühl, dass das hier generell eher gut ist und eher positiv ist. Und es hat auch ein bisschen so eine Wirkung, als würde sich etwas in dir transformieren, als würde man
negative Emotionen in positive Emotionen wandeln, aber dass auch zeitgleich Teil der positiven Emotionen die negativen Emotionen auch Teil des Ganzen sind. Versteht ihr das? Um das jetzt ein bisschen deutlicher zu kriegen und da auch mehr Klarheit zu bekommen, worum es denn hier überhaupt geht, möchte ich gerne eine Orakelkarte ziehen. Und dann verstehen wir besser, was das hier bedeutet. Der Engel der Nacht sagt auch, dass eine Nacht endet, ja. Aber der Engel der Nacht ist auch irgendwo, schaut mal, ja, der Engel der Nacht weint hier auch. Also es ist ein Engel der Nacht. Und da haben wir wieder diese beiden Widersprüche. Ein Engel, ein Geschöpf aus dem Himmel. Dann haben wir aber einen Engel der Nacht. Ein gefallener Engel, Fragezeichen. Ja, ein Engel, der statt in den lichtvollen himmlischen Weiten existiert, ist es ein Engel, der in der Nacht existiert. Das ist auch ein interessanter Widerspruch. Und so fühlt sich für mich dieses ganze komplette Thema an. Also das ist nicht unbedingt etwas, was negativ ist oder was sich in etwas Negatives wandelt. Das kann es. Das muss es aber nicht. Es kann auch genau andersherum sein. Und das ist die Überraschung hier. Und das ist die Uranus-Energie. Das ist genau das, was diese kosmische Hintergrundkonstellation bewirkt. Es ist eine Überraschung. Du weißt nicht, was passiert. Du weißt nicht, was kommt. Hier ist emotionale Achterbahn. So. Die Schneekönigin, die Schneekönigin, eiskalt, Wassermann-Energie, eiskalt, ja. Die Schneekönigin, wow, okay. Hier geht es auch um das Thema Alleinsein, das passt auch zu diesem Vollmond im Wassermann. Das passt so gut, ne? Die Schneekönigin. Hier wird eben beschrieben, dass sie alleine in ihrem Schloss ist und eines Tages hat sie jemanden gekidnappt. Genau, da ging es ja um den diese Spiegel, sagt man schnell, aus dem Spiegel diese Stücke. Und es geht darum, dass, das ist gerade auf Englisch, ja, also ich lese gerade. Okay, also irgendwie klingt es gerade bei mir, ihr kennt die Story oder ihr kennt sie nicht. Ja, aber es geht ja um diese Geschichte mit, wo Gefühle erkalten oder man jemanden nicht wiedererkennt. Sowas in diese Richtung. Es geht um Alleinsein, es geht um Isolation. Also die Message hinter dieser Karte ist letztendlich, dass es hier einen Zustand der Isolation gibt, der nicht gesund ist und der aufhören muss. Du musst aus deinem gefrorenen Schloss heraus und neue Freunde finden, neue Menschen kennenlernen, die Wärme der Welt kennenlernen. Du hast vielleicht eine Zeit lang mit Alleinsein experimentiert, und warst lange Zeit eigenständig und unabhängig. Aber jetzt ist der Frühling gekommen, also so heißt es hier in der Karte, und du brauchst ein bisschen Sonne, du brauchst Blumen, du brauchst was, grüne Bäume. Also setze ein Ende deines eigenen Winters und kreiere neue, freudvolle Beziehungen, Verbindungen. Ist das nicht eine geile Nachricht? Meine Güte, das passt so zusammen. Also hier, also das ergibt jetzt natürlich voll Sinn. Ich übersetze jetzt nochmal komplett und fasse zusammen. Das Thema ist etwas, was dich erfüllt von Herzen. Dir wird eine Chance geboten, dein Herz zu öffnen. Ein neuer Weg, etwas Neues kommt auf dich zu. Du kannst jetzt aktiv werden. Hier sind gute Nachrichten. Aber es wird dich, ich sage es jetzt genauso, zerreißen. Es wird dich in zwei Richtungen bringen. Weil da ist die eine Seite, die vielleicht sagt, oh, ich war jetzt so lange vielleicht alleine oder habe vielleicht in einem bestimmten Bereich keine Menschen an mich rangelassen. Oder
ich war hier sehr lange traurig und diese Zeit endet jetzt aber. Es wird transformiert und ich glaube, dass du dadurch, dass du hier die Chance bekommst, etwas Neues kommt in dein Leben, jemand Neues kommt in dein Leben, neue Möglichkeiten ergeben sich und dann kriegst du vielleicht auch Angst oder dein alter Kummer ist getriggert, weil das ist die Position, wohin die Reise geht. Also es geht in deinen Kummer, es geht in die Transformation des Kummers. Und das meine ich mit emotionaler Achterbahn. Hier werden dich Menschen berühren, ob es Freunde sind, ob es Kontakte sind, ob es jemand im romantischen Bereich ist. Also hier wird dich emotional etwas echt mitnehmen und packen. Aber es wird jetzt wirklich darum gehen, dass du alten Kummer und alte Sorgen und alte Traurigkeit loslässt und dass du auftauchst. Also dass du aus der Schneekönigin herauskommst und dich mehr mit anderen verbindest. Ja, raus aus dem Alleinsein, raus aus der Einsamkeit, verändere das, öffne wieder dein Herz. Schaut mal, sie packen sich hier beide ans Herz. Sie hier auch schon wieder. Das ist unglaublich. Auf allen diesen Karten. Und dass du dich wieder öffnest. Und das ist das, was ich meine mit den zwei der Stäben. Das ist etwas, was du noch nicht siehst hier, aber was du schon spürst. Und das ist dieses, hier ist hinten das Eis, hier ist es kalt, hier ist vorne das Feuer und das zieht dich so hin und her. Soll ich jetzt wieder zurück zur Schneekönigin werden und mich zurückziehen, dafür die Coole sein oder der Coole sein und hier so mein Einzelgänger, einsamer Wolf, einsame Wölfin Dasein führen und dafür nicht verletzt werden und da geht's mir gut, ich bin geschützt, ich bin hier in meinem gefrorenen Schloss oder soll ich hier mein Herz öffnen und auftauen und schaut mal, sie hat ja auch drumherum so Schnee und hier wieder auftauen und hier herauskommen, mein Herz öffnen, der Frühling fängt an, hier blühen die Blumen, hier blühen die Blumen. Und in dieses Neue in mein Leben hineinlassen. Ja, das ist das, worum es hier geht. Öffne dein Herz, lass Neues herein. Yeah, ja, das ist das. Hier in diese Richtung soll es gehen. Und es kann sehr gut sein, dass du hier die Möglichkeiten dazu bekommst. Also das aktiv, was jemand auf dich zukommt. Es kann aber auch sein, dass du einfach diesen Impuls stark verspürst, etwas verändern zu wollen, dich öffnen zu wollen, Neues in dein Leben lassen zu können. Und das wird dieser Vollmond hier für dich er wird dich unter Strom setzen. Er wird dich öffnen. Lass das jetzt mal wirken. Meine Lieben, das war das Vollmond-Orakel. Falls ihr persönliche Hilfe braucht, meldet euch gerne bei mir, macht einen persönlichen Termin mit mir aus. Den könnt ihr direkt buchen auf meiner Homepage, entweder in der Astrologie oder im Tarot. Schaut mal, in der Infobox ist alles verlinkt. Ihr könnt auch schriftliche Horoskope bei mir bestellen, Persönlichkeitsanalysen und Prognosen. Und ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal hier unterstützt durch ein völlig kostenloses Abo. Du musst nur auf Abonnieren klicken und du bekommst immer die Informationen, wenn neue Videos kommen. Du verpasst kein Video mehr von mir. Ich freue mich, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, einen lieben Kommentar. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.